Die Bedeutung des Schlafes, des gesunden und erholsamen Schlafes, nimmt in der Behandlung von Krankheiten einen fundamentalen, zentralen Stellenwert ein. Deshalb bedarf es stets einer sorgsamen Diagnose und Differentialdiagnose, um Ursachen zu erkennen und um Störungen zu behandeln. Schlafstörungen treten vor allem sehr häufig psychoreaktiv, situativ auf, infolge belastender Lebensumstände und klingen gewöhnlich nach einer Weile wieder ab. Psychoreaktiv. Seit vielen Jahren schon beschäftige ich mich mit Menschen, die Opfer von Gewalt geworden sind, und ich bin deshalb schon früh mit diesem Problem in Berührung gekommen. Ich hatte Ende der 70er Jahre in meiner Schulzeit mit Mitschülern eine Nordirland-Initiative gegründet, die sich dann 15 Jahre lang in Belfast engagierte. Wir haben für Kinder und Jugendliche Ferien- und Erholungsfreizeit nach Deutschland ins Rheinland organisiert, gemischt konfessionell. Sie kamen aus zwei miteinander verfeindeten Stadtteilen, die später von einer Wellblechmauer getrennt wurde. Berlin Wall nannten die Menschen diese Schutzwand. Anfang der 80er Jahre, während meines Studiums, habe ich dann auch eine Zeit lang in Belfast gelebt, um noch aktiver den Friedens- und Versöhnungsprozess im Land unterstützen zu können. Das war eine schlimme Zeit. Inmitten des Hunger Strike, bei dem sich 10 IRA-Häftlinge in den Tod verhungert haben. Jedes Mal, wenn ein Häftling starb, führte dies zum Ausbruch einer neuen Gewaltwelle. Straßenschlachten, Schießereien, Bomben mit vielen Toten und noch mehr Verletzten. Ich erinnere mich noch heute an vielen Albträume, die Kinder und Jugendlichen aus Belfast mit nach Deutschland brachten. Ich erinnere mich an Familien, die wir in Belfast regelmäßig besuchten, wo wir erfuhren, dass Mutter, Vater oder eines der Kinder nicht mehr im eigenen Bett schlafen konnte, vielmehr neben der Eingangstür in einem Sessel oder auf einem Sofa schliefen, in einer H8-Position, bereit, sofort zu reagieren im Falle einer Brandbombe, Feuer zu löschen und die Familie in Sicherheit zu bringen. Auch für mich war das keine leichte Zeit, mich ständig zwischen den Fronten zu bewegen, die Probleme hautnah mitzuerleben, zu verstehen, zu vermitteln, um getötete Menschen zu trauern und auch wieder stets umgeben mit vielen wunderbaren, engagierten Menschen, die sich vor Ort in rumänischen Organisationen, Friedensorganisationen, Bürgerrechtsbewegungen im Inland und auch aus Deutschland engagieren. Heute bin ich ausgebildeter Soziologe, Psychotrauma- und Entspannungstherapeut, Mediator in Strafsachen und seit 18 Jahren Opferhelfer bei MANEM, Berlins Schulen Antigewaltprojekt. Mein Schwerpunkt liegt in der Arbeit mit Kriminalitätsopfern, mit Opfern traumatischer Ereignisse, spezialisiert auf schwule und bisexuelle Jugendliche und Erwachsene. Die große Mehrheit der Opfer, die ich betreue, sind Opfer vorurteilsmotivierter Gewalt, Hassgewalt geworden. Im letzten Jahr haben uns allein hier in Berlin 180 Fälle. Ich betreue außerdem homosexuelle Opfer, die von anderen Formen von Gewaltverbrechen betroffen waren. Opfer häuslicher Gewalt, das heißt in gleichgeschlechtlichen Beziehungen Gewalt durch den Partner. Oder Opfer von Sexualverbrechen zu werden. Oder Opfer von Raubtaten, Diebstahlsdelikten. Viele dieser Fälle werden nicht angezeigt, aus Scham und aus Angst, dass die Homosexualität bekannt werden könnte. Die dunkelste
Insgesamt haben wir im letzten Jahr 850 Personen beraten und unterstützt. In meinen Beratungen thematisiere ich häufig Schlafstörungen als Folge von Gewalterlebnissen. Den Betroffenen drängen sich plötzlich und unerwartet Bilder auf, im Schlaf als Albtraum, am Tag als sogenannter Flashback, oft begleitet von heftigen Gefühlen, zum Beispiel Gefühl der Angst, der Ohnmacht oder auch der Wut, manchmal auch Gerüche oder Geräusche. Der Impuls steigt, das Herz beginnt zu rasen, sie schwitzen, zittern. Betroffene erleben Sequenzen aus dem Erlebnis wieder und wieder. Dieser Durchlauf erinnerte Szenen wirkt oftmals auf die Betroffenen ebenso erschreckend und fürchterlich wie das reale Erlebnis selbst. Es sind nicht nur unmittelbare Opfer, die leiden, sondern auch Zeugen, die beispielsweise hilflos mit ansehen müssen, wie ein Gewaltverbrechen stattfindet, ohnmächtig, überwältigt von Angst und Panik, hilflos. In Gesprächen, die ich führe, suche ich mit den Betroffenen nach einer individuellen Strategie unter Einbeziehung medizinischer und psychosozialer Unterstützung. Im Vordergrund steht vor allem die Stärke der eigenen Handlungsautonomie. Trauma heißt Wunde, steht für Schmerz. Verheilte Wunde klingen die Schmerzen ab. So bildet sich anschließend eine Narbe. Sie tut dann nicht mehr weh, doch sie erinnert immer daran, dass es einmal eine Verletzung gegeben hat. Ich denke beispielsweise an einen 16-jährigen Jugendlichen, der von seinem Vater verprügelt worden war. Der Vater hatte beobachtet, wie sich sein Sohn mit dem Freund gelöst hatte. Die Schläge waren heftig. Blaues Auge, aufgeplatzte Lippe. Der Jugendliche rannte von zu Hause weg und war fast zwei Wochen lang spurlos verschwunden. Wurde dann gesucht von den Eltern und von der Polizei. Später berichtete er, dass er im Ausland war und bei einem Bekannten geschlafen habe. Ich denke beispielsweise an einen 26-jährigen Mann, brasilianischer Herkunft, der beleidigt und angespielt. Als am 21. Juni der Demonstrationszug zum Christopher Street Day am Nollendorfplatz vorüberzog, kam er weinend zu mir ins Büro. Ich hatte an diesem Tag gerade Bereitschaftsdienst. Er berichtete, dass er kurz zuvor auf dem U-Bahnhof von zwei Männern beleidigt worden war. Als er fragte, warum, spuckten ihm diese ins Gesicht. Er habe ohnmächtig vor ihnen gestanden, während diese in den Zug einstiegen und wegfuhren. Der junge Mann berichtete, dass er solche Erniedrigungen noch nie in seinem Leben erlebt habe. Er war eine halbe Stunde lang kaum zu beruhigen. Er war verzweifelt und ohnmächtig, vor allem auch deshalb, weil er Angst hatte, Anzeigen zu erstatten. Denn er ist mit einer Frau verheiratet, wohnt in Westdeutschland. Er kam zwei Tage später noch einmal zu mir, zusammen mit einem Freund. Er berichtete, dass er in der Nacht